Juhu, und da wird mein neuer Automat geliefert, den ich letztes Mal bestellt hatte. Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück. Du hast eine neue Nacht. Okay. Bevor ich sauber mache, gucke ich mir die Nachricht einfach mal an. So. Antworten. Okay, was haben wir denn hier? Vom Vater. Hallo Ashley, meine Spione haben mir mitgeteilt, dass du das Haus nicht niedergebrannt hast. Noch nicht. Im Ernst, keine offene Flamme. Vater? Ja, ich weiß. Ich bin gespannt, welche Ideen zur Steigerung der Rentabilität hat. Was? Aber bitte keine Baupläne ändern ohne Genehmigung. Antworte bitte. Beste Grüße, Gerard King Goldman. Dad. Ich bin die Zahlen durchgegangen. Diese alten Spielautomaten könnten rentabler sein als alle Waschmaschinen zusammen. So, antworten. Und Vater schreibt dann zurück. Hoho, du bist die Zahlen durchgegangen, oder? Schaffe lieber das nächste Level im Apfelzerquetscherspiel. Ich meine, ich habe Umsatz, Kundenbindung, Prognosen untersucht. Aber mit diesen ganzen Anzeigen hier, rot ist ganz schön hochgegangen. Hier sind die Daten. So, und was sagt Dad? Deine Schwester hat das auch einmal versucht. Gemeinden brauchen keine Spielhallen. Sie müssen ihre Wäsche waschen. Leslie hat glücklicherweise die Situation erkannt und sich beworben. Und jetzt macht sie eine hervorragende Karriere im Rathaus. Aha. Bitte keine albernen Ideen mehr. Würdest du dir die Diagramme ansehen? Dieses Gespräch ist beendet. Na gut, von mir aus. So. Okidoki. Hab ich da der neue Automat? Chat. Ach, was denn? Mensch, ich muss auch noch nach die Wäsche gucken, Alter. Leslie. Hey, Spitzmaul. Hast du Papa deine Idee vorgestellt? Und ich frage dann als Antwort. Es war ein klares Nein. Er hat es nicht einmal gelesen, sondern einfach abgelehnt. Also beweise ich Ihnen das Gegenteil. Ha. Das würde mir gefallen. Unglücklicherweise behält er die Kontrolle und ich habe keinen Platz mehr. Ich kann keine der Automaten in den Hauptbefüllung stellen. Er sollte das wissen. Was das angeht, ich kenne die Planungskommission der Stadt. Ich könnte einen Rabatt auf Auftragnehmer und Genehmigungen bekommen. Du könntest die Wand zum Abstellraum einreißen. Dad müsste den Ausbau natürlich absegnen, aber er muss nicht wissen, wofür er ist. Ernsthaft? Leslie, du bist ein Genie. Nein, du bist das Genie. Also sieh zu, dass es funktioniert. Beweise ihnen, dass es in diesem Leben mehr gibt als Elend, Plackerei und Geld. Beweise, dass du erfolgreich sein kannst, wenn du etwas tust, das du gerne machst. Und ich schreibe dann, okay, das rocken wir. Was brauche ich? Hier ist die Info. Wenn du soweit bist, sende das Geld. Den Rest übernehme ich. Okay. Umwandlung des Lagerraums. Wir bauen den vorhandenen Lagerraum in einen nutzbaren Raum mit eingebauter Beleuchtung und Steckdosen um.
Dies erhöht auch den Bekanntheitsgrad deiner Spielhalle. Aha. 1000. Jetzt bestellen. Ich habe Kontostand 900. Das heißt, ich kann das noch nicht bestellen. Okay. Ich muss noch ein bisschen Geld sammeln. Müll. 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 Noch mehr Müll. Okay. Wir brauchen 1000, um. Ja. 1 Dollar. Ach, wie schön. Jetzt hat sich ja mal richtig gelohnt. Hallo. 7. Naja, gut. 15 ist schon besser. Gleich 3 Müllecken hier, also. Ach, Müll ist voll. Mann, da willst du was aufsammeln und dann, hä, wieso geht das nicht? Nein, mein Beutel ist voll. Und hepp. Amazing! Yeah! So, Moment, ich muss erstmal hier. Oh Gott. Einmal reingesteckt. Zweite Maschine voll gemacht. So. Und die dritte für Tante Erna oder so. So, was haben wir denn? Ist hier noch was voll? Fertig, meine ich ja. Gut. Lag jetzt ein bisschen lange drin, aber hey. Ja, aber immerhin 5 Dollar. So, Moment, hier ist noch was. Und da ist noch ein Stück Zeitung. Da hängt ein Kaugummi. Ein rosa Kaugummi. Ich kenne ein rosa Kondom, aber. Ja. Jawohl. Oh Gott, Hamburger, Hamburger, Hamburger. Mein Gott, hier gab es die Hamburger-Familie. Und zack, und zack. 30, yeah. Eine Zeitung. Die Morgenpost von heute. Du hast saubere Kleidung im Trockner. Wo denn? Da ist doch nichts. Die laufen da auch noch. Ich habe keine saubere Kleidung im Trockner. Das ist doch. So, hier ist noch was. Boil, oh komm, die Teile hätte ich noch mitnehmen können. Und Hebba. Unfassbar, yeah. So, Moment. Zeitung noch mitnehmen, jawohl. So, was macht die Toilette? Die ist sauber. Gut. Ups. Zeitung. So, und hier ist doch alles. Und beim Reingucken war sie gar nicht sichtbar. Merkwürdig. Das war Zauberwürfel. Ah, hier. Noch eine Morgenpost. Hi, Süße. Ah. Alles klar, alles klar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So. Einmal ganz oben links. Dann holen wir die weg hier raus. Und machen das einmal ganz oben rechts. So.
Ende. Die eine dauert noch ein bisschen. Die mache ich mal hier so rein. So. In Ordnung. Das ist der neue, ne? So. Was können wir denn hier machen? Ah, hier kann ich einen Kran bewegen. Okay. Keine Ahnung, was da zu machen ist. Den Arm. Ich kann den Arm nur links und rechts bewegen. Merkwürdig. Links, rechts, auf und runter. Das ist ein merkwürdiges Spiel. Irgendwie geht's nicht. Apparat ist kaputt. So, rein in den Trockner. Zum Trocknen. So. Na Süße. Hast du nachher Zeit? Dann mache ich dich mal nass und dann. Ja. Könnte auch ihr Freund da sein, aber ist egal. Der muss es ja nicht wissen, ne? So. Ist hier noch irgendwas dazugekommen jetzt? Das ist ein Kaugummi. Oh, zack. Oh, zack. Ja, so. 50. Okay, welcher ist das? Der linke, den hat er zuerst. So, rauf hier. Rauf mit der Waffe. Rein in den Korb und den Korb hier hinten. Juhu, wieder ein S. So, unten ist auch fertig. Das macht Laune, das macht Spaß. Hoppala. Da sind sie noch. So, Moment. Die dauern noch. Und hier ist sonst keine Uhr mehr. Die letzte läuft noch da. Hm. Aber was sagt ja meine Uhr? 15.50 Uhr. Da geht es noch ein paar Sekündchen. So, dann mache ich den hier nochmal. So. Minute. Da auch noch eine gute Minute. Gibt es noch irgendwo Müll? Seid ihr schlimmer als keine Ahnung. So, hier sind es noch 15 Sekunden. Du hast saubere Kleidung im Trockner. Wo denn? Hä? Da geht auf einmal der Deckel auf. Ja. Yeah.
Okay, wenn man das so nicht sieht, dann ist das ihm komisch. Aber naja, was soll's. So, Waschmaschine ist fertig. Jawohl, einmal hier. Ja, ich weiß. Zacki, zacki. Auf die Körbe fertig, los oder so ähnlich. So. War da was? Nein. Sah eben so aus. 1, 21 und die dauern auch noch da hinten. So, lass mal gucken. War hier wieder. Jawohl. 17 Dollar noch daraus geholt. 8 Dollar. 11 Dollar. Der neue nochmal 10 Dollar. 13 Dollar. Gut, da ist wieder Zahlung. Okidoki. So, noch 2 Minuten. Hallo Süße, du bist aber blau. Zieh mal den Rock aus, der ist nass. Ich mach den hier kurz und sauber für dich. Aha. Und das Oberteil kannst du auch hier in den Korb reintun, denn ja. Ah. Gut. So, Moment. 18. Mal gucken, wenn ich jetzt um 18 Uhr da neue Wäsche reingemacht habe. Könnte vielleicht knapp werden oder so. Ich muss das mal gucken. Wenn ich dann weiß, ab wann was nicht mehr geht, dass ich dann vielleicht die Wäsche bis zum nächsten Tag hier irgendwie fliehen lassen kann oder so. Keine Ahnung. Ob das dann besser zählt oder was. So. Eine Minute in der Mitte noch. Gut. Dem Ding hier ist keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wenn ich auf X drücke, um da irgendwie zuzupacken oder was denn? Brummt das immer? Ist das irgendwie verkehrt? Aber warum? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was soll ich da machen? Drücke ich auf X, dann brummt das immer, dann ist das irgendwie verkehrt oder was? Dann läuft das noch. Ja. So, Moment hier. Ja. So. Und zack, 20 Dollar, ein A. Na ja gut. Nee. Ich lasse die mal hier stehen. Also Leute, wenn du wissen solltest, wie der Apparat hier funktioniert, der Automat, mit dem Greifhaken da, kannst du mir gerne mal einen Kommentar schreiben, wenn du das kennen solltest, ab wann ich X drücken soll, damit der Greifhaken greift oder was. Ich kann ja nur links und rechts bewegen, den Haken, und dass er nach unten gehen soll zum Greifen, aber irgendwie greift er nicht. Ich begreife das nicht. Naja, egal. So.
Der ist gleich fertig. Das kriegen wir noch hin. So, den lasse ich jetzt mal da stehen bis morgen. Meine Uhr stimmt hier besser, genau. So. Ein S. So, gut, von mir aus. Dann lass ich mal ein bisschen Geld. Das Geld liegt auf der Straße, kann man hier eigentlich sagen. Wenn ich das nochmal einsammeln. Ui! Da wollte ich gerade runter. Oh, da komme ich. Alter, da ist so viel Platz und du kommst da nicht durch. Meine Güte, nochmal. So, erstmal warten. Hallo? Komm her, komm, 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 komm. Ja, jetzt seid ihr platt, was? Mal runter. Nein, runter. Ach so, hoch. Oh. Ah. Nein, 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 nein. Ach komm, ich habe gefeuert. Ah. Na gut. Ui, ui, ui. Ja, ich meine. Oh, ui, das war knapp. Ui. Ha, 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 ha. Lauf, 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 lauf. Ja, ich muss nach oben. Ach komm. Den hast du ja gerade gar nicht gesehen. Hallo. Okay, das hat ein bisschen gedauert diesmal. So, Momento, Momenti, nein. Ach, Alter, komm. Ich, will mal was gucken. Ich tue mal das Geld jetzt hier rein. Geld ist drin. Ich habe natürlich neue Nachricht. Jetzt, wo der Laden hier dicht machen soll, ne? Kriege ich noch eine Mail. Was soll das denn? Ich habe das Geld nicht vergessen. Kein Wort darüber. Wofür die. Was? Wofür? Ach, die Erweiterung wirklich ist. Dad würde mich umbringen. Dad ist auf einer Yacht an der Riviera. Aha. Was kümmert ihn das, solange der Laden Gewinne macht? Liegt so Gold richtig? Vertrau mir. Keine Freunde online. Okay. Nein. Ich habe, wo ist mein Geld? Da, 1404. Wenn ich jetzt bestelle für 1000, habe ich noch 400 über. Ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch. Ja, ich höre es nächstes Mal ab, wenn da was sein sollte. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. So, denn der Laden macht ja jetzt Atem dicht gemacht und ich muss hier raus, sonst ja. So, ich will mal gucken. Ich habe 5 Dollar. Ich werde jetzt nicht ein. Ich nehme die mit nach Hause, sozusagen. Und dann, ja,
Schau mal, der Bus kommt. Oder die 5 Dollar sind mehr Frage, das kann ja auch sein. Aber ich habe eine Monatskarte. So, das war der Samstag. Einnahme, für Wahnsinn, 109 für die. Oh, lalala. Waschvolumen hat 233 eingenommen. Okay, so, dann mach dir noch einen schönen Spiele-Nachmittagabend oder was auch immer, oder Schmus mit der Freundin oder wie auch immer. Und dann geht's dir nächstes Mal weiter. Mal sehen, vielleicht ich damals auch einen Anruf beantworte. Bis dahin, mach's gut und bye bye.